Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Animal Crossing New Horizons Tipps und Tricks Video. Es gibt nämlich wohl seit dem letzten Update einen Bug im Spiel, der es einmal erlaubt, auf gepflasterten Flächen zu graben und somit da natürlich dann auch Sachen zu pflanzen. Und das ermöglicht endlich diese hässlichen grünen Flächen verschwinden zu lassen, die man ja sonst immer hatte, wenn man irgendwie ein bisschen Grün zwischen seinen ganzen gepflasterten Steinen haben wollte. Leider geht das Ganze erst, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener im Spiel seid, weil ihr das Rathaus braucht. Ihr braucht nämlich auf jeden Fall die Fähigkeit, Häuser zu verschieben. Und so geht's. Geht zu Nook, sprecht ihn wegen der Infrastruktur auf eurer Insel an, wählt dann Position ändern und anschließend Wohnhaus. Jetzt wählt ihr noch irgendeinen Bewohner aus, dessen Haus umgezogen werden soll. Keine Sorge, ihr müsst nicht wirklich den Bewohner umziehen lassen, ihr braucht einfach nur dieses Umzugskit, damit dieser Bug funktioniert. Und sobald ihr das Umzugskit dann habt, geht ihr an die Stelle zurück, wo ihr etwas bepflanzen wollt und platziert dort dann euer Umzugskit. Bei der Frage vom Spiel, ob euer Bewohner hier hinziehen soll, wählt ihr dann erstmal Mal sehen aus. In Gedanken wird euch dann das Haus von diesem Bewohner da angezeigt. Dann fragt das Spiel nochmal, hier, sieht das Haus hier gut aus? Da sagt ihr dann, nochmal überlegen. Und das war's dann eigentlich schon. Jetzt seid ihr in der Lage, den Boden, obwohl er bepflastert ist, aufzuschaufeln. Außer, wie ihr hier gerade seht, wenn der Boden noch mit so einer Textur überzogen wurde, wie bei mir. Dann geht das leider nicht. Ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Aber ja, bei dem Steinboden darunter funktioniert es wirklich Wunderbärchen. Gar kein Problem. Da könnt ihr jetzt alles vergraben, was ihr wollt. Seien es Blumen, Bäume, Sträuche, irgendwelche Leichen, irgendwelche Fallen, was weiß ich, was man sonst noch so vergraben kann. Aber halt ohne diese hässlichen grünen Flächen, die es sonst immer gegeben hätte. Und viel mehr ist das eigentlich nicht. Da es aber ein Bug ist, Leute, und ihr ihn benutzen wollt, würde ich euch empfehlen, euch damit nicht allzu lange Zeit zu lassen. Denn ich befürchte, Nintendo wird den ziemlich schnell beheben wollen. Obwohl es ja eigentlich eine Funktion ist, die die Spieler schon seit Ewigkeiten sich gewünscht haben. Aber es ist halt Nintendo, ne? Man kennt's. Jo, aber das wär's dann mit diesem Video gewesen.